Und damit willkommen zurück zu Diablo 3 in der nächsten Aufnahme. Wir machen jetzt erstmal, würde ich sagen, so ein paar G-Rifts. Ja. Genau. Was haben wir als letztes gemacht? Ich glaube, 55 haben wir, glaube ich, zuerst gemacht, ne? Irgendwas war da. Oder 56? Ich weiß es nicht mehr. Wir machen jetzt mal 55er. Zweifelsfall, einfach um warm zu werden. Viel Erfolg, vielen Dank. Aber ich denke, ich komme auch ohne deine Glückwünsche klar, mein Lieber. Ich bin ein Profi, ich weiß, was ich mache. Was ich aber auch mache, ist mir das Ganze mal kurz hier am Headset etwas leiser zu machen, alles. So, aber dann mal ein paar Gegner mit den herunterfallenden Felsen hier ärgern. Noch nicht bereit. Bam, bam, bam. Da hätte das wieder ein Pack. Das können wir nochmal wieder ein bisschen rumgehüpfe ärgern. Und da hat sich das Pack dann auch schon erledigt. Ui, oh Gott, oh, was für ein Mob, ey. Kommt her, meine Kinder. Ich hab genug Schwert für euch, Felsen für euch alle. Da bin ich nicht so. Oh Mist, jetzt ist alles ein Cooler, das ist blöd. Bam, Hashtag Flummi-Modus. So, okay, das haben wir. Force Pylon, auch das ist stets gern gesehen. Am Felsen in Ruhe werfen, keine Ahnung, wie viel Schaden wir gemacht haben. Die Gegner sind einfach nur umgekippt. So, wie die hier auch jetzt. Und wie ist diese ihnen dann gleich mal nachtun? Gleich tun, wie auch immer. Da haben wir das erste Pack. Und dann, das sollte mit dem Force Pylon und einem Felswurf kombiniert eigentlich auch nicht allzu lange stehen bleiben. So, ein bisschen Trash können wir ja mal umnocken hier. Wir haben es ja gerade. Ach, da werde ich gerade angeschrieben. Sekunde. Ist unhöflich, nicht zu antworten. Ist eine gute Freundin von mir. Da kann man ja schon mal kurz zurückschreiben. Ich werde ja auch gleich schreiben, dass ich gerade aufnehme. Ah, okay, jetzt fragt. Eine Sekunde, ich weiß, ich bin in der Aufnahme, aber es ist ja auch unhöflich, jetzt nicht zu antworten. Eben, Barb, in dieser Season. Das Ganze dann als Let's Play für YouTube auf. Gerade am Aufnehmen. So. Noch nicht bereit. Nicht, dass uns das unsere. So, eine Sache schreibe ich noch mal kurz. So. Das war mir jetzt wichtig kurz. Aber das schneide ich nicht raus, das ist ja
jetzt aber. Ja, es ist wieder nur Hardcore. Ich bin einfach echt kein Hardcore-Spieler, aber vielleicht. Also, just for fun. Mal gucken. Jetzt geht es auf jeden Fall wieder uneingeschränkt um unseren Progress hier. So. Ach, ich mag unser Set. Es ist so schön stark. Das ist so schön. Ich weiß aber echt nicht mehr, was unser letztes Rift war, was wir im Solo-Play gemacht haben. Irgendwas in der Größenordnung 56 bis 56, da bin ich mir sicher. Aber exakt weiß ich es meiner Schande echt nicht mehr. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Okay, wir sind jetzt theoretisch im Kreis gelaufen. Praktisch ist es nicht so schlimm, weil hier genug Trash rumstand, um das Ganze trotz allem rentabel zu gestalten. Ach, und direkt hier unten steht ein Pack. Na, das ist doch mal ein Räumchen. Das könnte sogar reichen, um den Guardian zu spawnen. Hier, komm, friss mein Felsen. Es hat gereicht. Plop, 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 plop. Schön die Fähigkeiten geschickt miteinander verketten. Okay, keine neue Bestzeit, aber reichlich Loot. Na, immerhin. 4,59 haben wir gebraucht. Uschi, du brauchst dich mir nicht jedes Rift neu vorstellen. Ich weiß, wer du bist. Ja, das sind jetzt hier nur noch 70% Chancen. Das ist natürlich eklig. Tschu! Der erste Edelstein ist ja 50, das ist doch schon mal eine Neuigkeit. Wo ist eigentlich meine Episodentitelliste da? 66. Erster Gem 50 plus. Okay. Muss ja auch notiert werden. Also haben wir auf jeden Fall schon mindestens 55er gemacht. So, machen wir 56. Irgendwann werden wir auf unsere neue Bestzeit stoßen. Logischerweise. Von hinten sah dieses Viech gerade kurz aus wie diese Spinnenkönigin. Ich war etwas verwirrt gerade. So, Sesam, öffne dich. Ich sage, öffne dich. Ja, los. Bam, bam, bam. Pack Express knacken. Ah, Mist, sind wir in den Blockermauern hängen geblieben. Das wäre beinahe schief gegangen. Aber auch nur beinahe. Also, wir haben sogar schon 60er in der Party geschafft und schaffen wir, denke ich, auch mal 60er so. Also, bis 60 gehe ich davon aus, dass wir kommen, so wie wir gerade im Moment ausgerüstet sind. Wenn dann noch unsere schöne Waffe dazu kommt, die uns nochmal 1400 Vitalität bringt und sowas, oder wir auch irgendwann mal in den Genuss von uralten Set-Teilen kommen, denke ich, ist da sogar noch ein bisschen mehr möglich. Aber 60 plus wollte ich schon auf jeden Fall schaffen mit dem New Season. Ich denke, da stehen die Chancen auch ziemlich gut. Schnell raus aus der Explosion. Wenn eine Explosion geslowt oder gestunt wird, das ist immer ganz böse. Das ist immer ganz böse. Mehr Zeit. Ach, guck mal hier, den wäre ich fast vorbeigelaufen, weil ich in dem Licht des Eingangs gar nicht richtig wahrgenommen habe. So, jetzt sind hier ein paar Erdbeben hin. Das verreckt eh alles elendig in den Erdbeben. So, hier selbiges. Hier auch nochmal. Dann werfen wir ein Steinchen rüber. Da hinten irgendwer? Nö, da ist niemand. Okay, dann geht's hier rum weiter. Immer normales Erdbeben an den Kopf gehauen. So, hier kriegt man das wieder auf die Mütze. Ja, hier hinten das. Immer einzelne Fähigkeiten reinsetzen, weiterrennen. Naja, das Pack steht ein bisschen verteilt, das ist nicht so gut.
trifft man diese Kacke? So, jetzt haben wir sie aber. So, ihr kriegt nochmal ein Erdbeben. So. Auf jeden Fall haben wir eine ganz vertretbare Packdichte, wie ich finde. Ich merke aber, dass wir mehr Damage kriegen in diesem Rift jetzt als in den eben noch. Also den Anstieg der Schwierigkeit merke ich hier tatsächlich gerade. Wenn das die Tendenz so weitergeht, denke ich, sind wir mit dem 60er schon ganz gut bedient. Bam, bam. Ich mag aber dieses Kanalisationswürfel, weil die Gegner immer sehr schön kompakt stehen müssen, zwangsweise aufgrund der Architektur von der Ebene. Shielding! Das geht noch nicht. So, nochmal ein letzter Steinhagel für alle Gegner, die da so ihr Unwesen treiben. Ja, man sieht schon, unsere Zeitbilanzen waren schon mal besser. Das ging schon mal besser. Dann müssen wir die Monsterdichte hier ein bisschen dünn. Dahin kommt doch was. Also vom Damage Output, also was wir den Gegnern an Damage reindrücken, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen gerade. Das ist überhaupt kein Problem. Wir machen Damage wie Arsch, so ungefähr. Okay, hier ist auf jeden Fall mindestens ein Pack. Mindestens eins. Ich sage deswegen mindestens eins, weil ich das Effektgewitter hier gerade überhaupt nicht identifizieren kann. Da ist auf jeden Fall irgendwas gestorben. So, kann man das hier erstmal ein bisschen kompakter zusammenbringen, die Gegner hier ein bisschen? Kann man die vielleicht nochmal ein bisschen... Shit! Meh, das war unsere Bonusaufwertung, die da draufgegangen ist gerade. Scheiße, Arsch. Mist. Das ärgert mich, wenn die Bonuserfahrung drauf, Bonusaufwertung drauf geht. Aber ich fürchte, je weiter wir kommen von den Rifts, desto häufiger wird das halt mal der Fall sein. Weil man kriegt halt mal auf die Fresse, das ist halt so. So, ich wollte gerade sagen, Guardian müssen doch einfach mal auftauchen hier. Hallo, Sir. 27 Milliarden Crit läuft bei uns. Also, Guardians knacken ist mit dem Bild überhaupt kein Problem, ne? Immer noch keine neue Bestzeit. So, so, jetzt bin ich überrascht. Oder wir haben schon 56er gemacht, aber einfach diesmal nicht unsere Bestzeit erreicht. Wäre auch möglich, tendenziell. Na, immerhin, das Aufwerten hat noch geklappt, okay, trotz Chancen von nur 60%. Ihr seht schon, wir müssen jetzt echt in die höheren Rift-Sphären vordringen. Ich habe neue Kraft geschaffen. Um da noch vernünftige Aufwertchancen zu kriegen. So, 57. Bis zum Limit und darüber hinaus. Na komm, mein Kleiner. Ich wollte auch sagen, dass er mir was über den Boden tickt, wird auch wohl noch ausreichen, um ihn tot zu kriegen. Oh, die Klopskerle hier bringen Progress, deswegen knock ich ihn noch mal kurz weg.
So, den lasse ich nochmal einen Erdrutsch da und dann geht's weiter. Oh, süß, kleine Kobolde sind ein Elite Pack. Sind selber als Elite Pack nicht wirklich bedrohlich. Die sind nur schnell, das ist alles. Sonst können die nicht viel. So, schnell die Kügelchen einsammeln. Oh, das geht, das nächste Pack. Das ist doch mal ein Service. Das dagegen ist schon ein etwas dickeres Pack. Aber auch das ist für uns überhaupt keine Gefahr. Force Pylon, sehr schön. Alip. Da muss ich angegriffen. Ich weiß noch nicht wo. Da. Ja, yeah, Baumwesen Elite gegen einen. Also super, mit Damage Reflect. Ja, wenn denn richtig. Der war ja schnell tot. Ich habe sie gerade überall explodieren und splittern gesehen. Irgendwie hätte ich den Gegner jetzt als stärker eingeschätzt, als er war. Einzige Nachteil davon, dass jetzt Kampfrausch auf 4 liegt, ist, dass wir halt nicht mehr so oft auf Kampfrausch drücken. Und dann teilweise wie eben teilweise auch einfach mal aus ist. Ein bisschen blöd, das wird ja schon um 2 Minuten verlängert durch unsere Passive. Obwohl ich glaube, wir haben den Rift einfach gar nicht angemacht. Weil wir haben auch gesetzt, der Rift braucht 5 Minuten und dann hat da reicht ein Kampfrausch ja fast schon. Ist hier unten noch irgendwas Cooles? Ja, doch, da ist was. Pack sehe ich auf jeden Fall. Gerade ankommen. Wer ist denn der Gegner? Ach, der Knochen haben sie da. Ist gar nicht so einfach. Im Effekt wird da manchmal den Champion zu identifizieren. Ne, jetzt liegen wieder eine Kugel rum. Das ist der Champion auf jeden Fall tot. So, ihr kriegt nochmal ein Erdbeben. Dann seid ihr auch bedient. Fuck, das hat einen Samen getötet. Schamane der Gefallenen? Okay. So, na gut, beide Buffs angemacht. Nächste Ebene. Oh, das sieht aber nach Mob nach meinem Geschmack aus. So. Also wirklich an unsere Grenzen stoßen wir hier auch noch nicht. Wir sterben jetzt schon mal in einem Rift, aber... Ui, Double Pack, das könnte jetzt interessant werden. Und auf jeden Fall aus erfahrungstechnischer Sicht interessant. Okay, das war irgendwie... keine wirkliche Challenge. Und da ist das nächste Pack. Oh! Da meint aber jemand gut mit uns. Gut, die Ebene ist tatsächlich auch im normalen Rift immer sehr ergiebig, wenn ihr euch erinnert. Die Ebene, die sie vor gar nicht mal so langer Zeit, glaube ich, erst eingeführt haben als Rift-Ebene. Oder vor allem in der Zeit auch als G-Rift-Ebene. Sich aber sehr begrüße. Na klar, der Guardian kommt und wir sind eingefroren. Klasse Sache, das obwohl der Guardian ist mit dem Barb Gott sei Dank immer das geringste Problem. Ah, 56, 5 Minuten 11. Okay, also 56 war tatsächlich unsere Bestzeit. Wir haben nur eben die Bestzeit einfach nicht geknackt. So, fliegt da noch alles rum. Oh, das ist der Abscheuschutz. Der ist wichtig für den wütenden Amtssturm.